Hey Horst, das ist ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Eurotruck Simulator. Heute eine etwas andere Fahrt. Ja. Denn dieses Mal haben wir einen doch etwas längeren Auftrag vor uns. Was war das nochmal? F3. Wir haben einen etwas längeren Auftrag vor uns. Vierstellig. Von der Distanz her. Vierstellig. Das will was heißen. Das heißt also, heute wird uns eine längere Fahrt erwarten. Ich hatte auch jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen, die doch ein bisschen schwerwiegender sind. Meine Wasserkühlung im PC, die scheint wohl ein kleines Problem zu haben. Ja, und das äußert sich, indem dann kurz die Info in Windows kommt. Ihr kennt den Sound, ne, wenn ihr irgendein USB-Gerät abstöpselt. Dudum. Ganz genau. Das kommt und dann hat sich die Sache erledigt. Die Wasserkühlung wird nicht erkannt, geht aus. Die Lüfter selber bleiben an. Im Sinne von RGB, aber sie drehen sich auch nicht mehr. Ja, was sehr, sehr frustrierend ist. Und das letzte Mal, ich wollte das jetzt schon mal hier machen, deswegen starten wir auch nicht wie gewohnt, sondern schon mitten auf der Tour hier. Ja, war halt einfach, ich habe es versucht, ne, wollte hier ganz normal rumfahren und bei aller Liebe, aber nachdem ich 5 Minuten haben gereicht, PC ist 5 Minuten an, alles läuft, tudum, das war's. Musste stoppen, muss den PC ausschalten, ja, PC ausschalten, neu starten, erkennt er wieder, wunderbar, 5 Minuten später, tudum, wieder rausgeflogen. Ich habe schon danach gesucht, nach Möglichkeiten, wie man das fixen könnte. Aber wenn du halt nicht mal die Ursache kennst, ist es blöd. Ne? Die einzigen Beiträge, die ich online dazu gefunden habe, waren die, dass gleiches Produkt, ne, gleicher Fehler, auf einmal du hörst halt diesen USB-Disconnecting-Sound, ja. Und das RGB bleibt an, ja, die Lüfter bleiben weiterhin beleuchtet, aber da tut sich nichts mehr. Und auch bei dem kleinen Display auf dieser Pumpe da, das bleibt auch aus. Schrecklich. Ein paar Beiträge dazu gefunden, die genau das beschreiben. Und die Lösungen da waren, naja, ich habe es halt zurückgeschickt und eine neue bekommen und dann läuft das wieder. Ein anderer, da dachte ich mir zuerst, na gut, aber im zweiten Moment dachte ich mir, naja, schlimmer kann es ja auch nicht werden. Das war halt einfach, okay, also bei mir hat Folgendes funktioniert. Haltet euch fest. Bei mir hat Folgendes funktioniert. Ich habe einfach den PC umgedreht. Ja, also wirklich umgedreht. Und dann mal angemacht. Und dann lief es. Also dann wieder den PC richtig gedreht. Ne? Aber dann lief es. Und ich dachte mir, okay, gut, wir probieren es mal aus. Machen wir einfach. Habe ich gemacht. Und dann wieder umgedreht. Und ja, es lief. Es läuft auch mittlerweile länger. Also das Problem kam auch von heute auf morgen so, ne? Auf einmal war es da. Und bisschen frustrierend. Ne? Bisschen frustrierend. Aber ja, es hat erstmal funktioniert. Und ziemlich lang. Also heute hat er jetzt kurz vor dem Stream hier, oder vor dem Video, beides mache ich heute hier. Je nachdem. Aber da hat er nochmal kurz gemeckert. Gut, da habe ich dann nochmal den Neustart probiert, was auch vielleicht hilft. Vielleicht. War einfach, jawohl,
die Pumpe auf volle Leistung zu stellen. Ich habe mal geschaut, so, also es war einfach halt irgendwie gucken, ja. Also was sollst du machen, ja? Was sollst du machen? Kannst halt nur ein bisschen probieren und schauen, was funktioniert oder nicht. Jedenfalls die eine Vermutung war, okay, es könnte vielleicht Luft da drin sein und das Verhalten wird dann einfach so sein, dass das Ding ausgeht. Oh, gut. Also hast ja, egal was du gefühlt du dir für ein Produkt kaufst, ne, du da wird immer angeboten, hey, lad dir noch die Software runter, dann, damit du hier alles irgendwie schön einstellen kannst und Updates bekommst und bliblablub, ne? Zu allem, ja. Zum Lenkrad, zur Cam, zu der Kühlung, zu was auch immer, ja. Was auch immer. Kann man da nicht einfach die Info reinpacken? Hey, hallo, wir haben hier festgestellt, da ist Luft da drin. Wie wär's mal, wenn du reinpustest? Weißt du, aber wenigstens eine Info, das wäre doch schon mal ein Anfang. Anstatt einfach dumm. Ach, unglaublich. Naja, und dann habe ich halt jedenfalls bei anderen All-in-One-Wasserkühlungen mal geschaut, was ist denn mit Luft, ja, wie soll ich denn da vorgehen? Und da war halt ein bisschen Rütteln und Schütteln und auf volle Leistung. Ja gut, bisschen Rütteln und Schütteln auf volle Leistung und ja, das Ganze schmiert halt nicht alle 5 Minuten ab. Wohin müssen wir? Ist das hier, müssen wir dahin oder müssen wir, ist das hier die Tankstelle oder was? Ja, moin moin. Ist doch die Tankstelle hier. Ist doch eine Tankstelle. Was soll ich denn da? Warum gehen die denn hier alle tanken? Habe ich was verpasst? Wir fahren einfach weiter. So. Haben wir hier noch? Jawohl. Dann machen wir das hier. Ja, mal gucken. Ne? Im Zweifel muss ich das Ding dann einfach... Also wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich das Ding einfach zurückschicken. Und hoffen, dass ich so schnell wie möglich Ersatz kriege. In der Garantiezeit ist das noch, das ist kein Problem. Das Ding ist mittlerweile ein halbes Jahr alt oder so. Also, ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität erhofft. Nicht wahr, Kollege? Ja, genau. Scheibe eingeschlagen hier. Gut. Ja, long time no see. Ja, das, ja. Gebe ich zurück. Willkommen. Gut. Das ist jedenfalls der kleine Ausflug hier in die Unterwasserwelten des PCs. Gut. Aber eine... Oh. So, dankeschön. Eine gute Sache hat es. Als ich den PC damals im Januar war das. Müsste sein. Ja, vielleicht. Ja, kommt hin. Als ich den da... Oder Ende Dezember? Oh, ich glaube Januar. Als ich den jedenfalls zusammengebaut habe, da habe ich eine kleine Sache übersehen. Ich habe den hinteren Lüfter. Den habe ich nicht angeschlossen. Ja. Und ich dachte mir, ja, irgendwann, wenn ich den nochmal hier aufmache, dann schließe ich den an. Aber das war immer so, ja, ich mache das nächste Woche. Nach irgendwann. Und jetzt ist halt immerhin mal die Zeit gekommen, ja, da... dachte ich mir, ach komm, wenn ich den jetzt sowieso hier aufmache, weil ich dachte mir vielleicht, na, eventuell ist da irgendwo ein Kontakt oder so locker, ja, oder also irgendwas steckt nicht richtig drin oder so. Habe nochmal alles rausgezogen, was da irgendwie in Verbindung damit war. Und in dem Zuge dachte ich mir, na gut, dann kann ich auch mal hier den Lüfter anschmeißen. Ja endlich. endlich verstaubt er nicht nur hin. Bin jetzt wieder zu Hause. Wann treffen wir uns? Ach du meine Güte. Neu. Puh. Frag mich das in einem Jahr nochmal. ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas versprochen zu haben. Allgemein kann ich mich ja nichts erinnern. Gut. Das dazu. Falls man sich fragt, wie viel haben wir denn hier eigentlich noch auf der Uhr, die wir fahren müssen, runterfahren müssen, noch 1100 Kilometer. Ne? Also da ist einiges drin.
Oh ja, ich hab Lust drauf. Man könnte. Was ist denn das? Wie schickt er mich denn hier bitte hin? So. Ja, ein paar Städte noch aber anfahren. Kaschau. In Kaschau werden wir aber so fahren. Ja. Ja. Dann geht es nach Lublin. Wie werden wir denn da reinfahren? Ist egal, wie wir reinfahren. Wir fahren rein. Nach Bialystok. Oder Bialystok. Irgendwo da werden wir auch reinfahren. Aber da fahren wir dann so. Dann geht's weiter nach oben. Nach Kaunas. Und dann sind wir am Ziel. Jawohl. So und nicht anders. Doch, du meintest, dass wir uns nach meinem Aufenthalt mal in Berlin treffen. Ach du Heilige, das war ja... ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich bin nicht in Berlin. Ja, doch, lässt sich bestimmt einrichten. Wenn das Wetter gut ist. Na gut, ist eigentlich auch egal, wie das Wetter ist. Wenn ich irgendwann mal an die Außenwelt trete, dann ja, das kriegen wir hin. Habe Vertrauen. Das kriegen wir schon hin. Alles gut. Das wird was. Hoffentlich. Gut. Ansonsten fahren wir hier weiterhin zu entspannten Klängen. Oh, wenn ich hier sowas schon sehe, ne, so ein schnieker Radweg neben so einer Straße, ach, das ist auch herrlich. Ja, man mag es nicht glauben, aber Deutschland hat sowas ja auch ab und zu mal zu bieten. Und das ist wirklich angenehm, wenn du dann hier so eine, auch vor allem, guck mal, vorbildlich, die Herren, vorbildlich. Ja, vor allem, wenn es halt wirklich schön gerade ist und so, ne? Oh, du kannst da so schön beschleunigen. Ach, ist das herrlich, ist das herrlich. Demnächst rechts abbiegen. Ist das herrlich. Aus der Welt der Kuriositäten, eine andere Sache. Route neu berechnen. Was? Sag mir nicht, ich bin jetzt an Dub... nee. Oh nee, was? Wie, hä? Wo bin ich denn? Sag mal, wieso zeigst denn du hier hin? Hä? Warum fahre ich denn in die andere Richtung? Hat das einen Grund? Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Also ich sehe den Grund. So. Ah. Okay. So. Ja, kriegen wir hin. Keine Panik. Das ist etwas, das habe ich damals gelernt. Wenn wir schon mal dabei sind. Ihr wisst ja, ich bin sozusagen... machen wir mal das ein bisschen anders. Ich bin ja sozusagen ein bisschen, wie soll man das nennen, wenn man das hier sieht? Fahruntauglich. die Polizei. Und... das liegt sicherlich nicht an meinen Fähigkeiten, ne? Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe mir... ich habe mal so geschaut, was gibt es denn so für Roller, ne? Biege nach links. Oder Fahrzeuge, die keine Autos sind, sowas. Und da gibt es so, wirklich, also das habe ich dann auch zufällig in so einer... ich weiß gar nicht. In irgendeiner, glaube ich, so
Wochen-Angebots-Discounter-Zeitung dann gesehen. Und dann habe ich mal geschaut, was es noch so gibt. Da wurde halt angeboten, so ein. Ich glaube, das wurde schon angeboten als Roller oder so für, ey, fragt mich nicht, 5.000, 6.000, 7.000, keine Ahnung. Aber so überdacht, ne? Also so ein Ein-Mann-Wagen, aber als Roller. Ne? Und ich dachte, ja gut, wäre halt nicht dieser Preis. Ne? Könnte man sich auch ja so einen überdachten Roller holen. Ne? Vier Räder, sieht aus wie ein Auto, nur halt gepresst. Ne? Und ja gut, klar, was halt die Geschwindigkeit angeht, natürlich auch noch ein bisschen begrenzt. Aber ja, lustig fand ich das. Dann habe ich mal geschaut, was es denn noch so gibt. Oder ja, die. Ja, nicht, dass ich mir das jetzt unbedingt holen würde. Ja, also, nee, aber. Wenn dann hier schon so ein schnicken LKW. Aber ja, wer will mich aufhalten? Ne? Wer will mich aufhalten? Ja, oder, was man vielleicht noch so eventuell aus der Grundschule kennt. Da gab es auch so überdachte Fahrräder. So Plastikteile. Ja, muss halt auch dann treten. Aber ist halt überdacht. Ja, das ist wichtig. Wenn es regnet oder so, muss überdacht sein. Muss überdacht sein. Ganz klar. Ja, ich bin wirklich froh, dass das, also die Pumpe läuft gerade auf 100%. Immer geradeaus. Und ich bin froh, dass das funktioniert, weil, wie gesagt, das letzte Mal, der PC läuft 5 Minuten, danach hat er das Ding schon nicht mehr erkannt. Also ich weiß halt nicht, ob das, ja, aber gut, wenn das ein Leck hätte, was ich nicht hoffe. Aber gut, dann müsste es ja auch raustropfen, ne? Hätte ich, glaube ich, schon gesehen. Ja, trotzdem, also auf einmal so von heute auf morgen nichts gemacht. Der Rechner steht standhaft, ist wie so ein Tresor an den Boden montiert. Ja? Mit Ketten. Aber ja, auf einmal wollte das Ding nicht. Sehr, sehr schade. Weil ich habe mich ja halt zuerst gefragt, so dieses Düdüm kam so, hä? Aber es funktioniert alles, Maus erkannt, Tastatur erkannt, viel mehr hängt nicht dran. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass das Ding doch schon ordentlich heiß wurde. Ne, der Rechner. Ja, da habe ich ja dann gesehen. Hupsala, da ist auch irgendwie das Display aus. Dann wollte ich das Display anmachen und dann habe ich gesehen, oh, okay. Ich kann gar nicht anmachen, weil das Ding wird ja gar nicht angezeigt. Ja. Fand ich also. Willkommen in Debrecen. Oder so. Eine alte, wundervolle Hafenstadt, muss man sich mal angeschaut haben. Da gibt es guten Fisch, habe ich gehört. Biege nach links. Lokale Spezialitäten ist natürlich die gute alte Debreziner Waldplatte. Und er hat's nicht mehr. Oh. Doch. Ja, gut, okay, also fragt mich nicht, aber dieses Dumm gerade, das war schon beängstigend. Er hat das kurz und jetzt ist sie aus. Jetzt ist sie aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt hat er die Kühlung nicht mehr. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Immerhin zur nächsten Stadt gekommen. Ja, die einzige Möglichkeit, die es gäbe, wäre halt jetzt natürlich nochmal den Rechner neu starten. Biege nach links ab. Und da müssen wir jetzt aber mal hier reinflitzen. Rechner neu starten und weiter geht's, weil ohne Kühlung, CPU sagt nichts gut. Muss mal gucken, was überhaupt die. Was das überhaupt sagt. Ich mal ganz kurz schaue. Den Task Manager öffnen wir einfach mal ganz kurz. Ganz sneaky peeky. Und dann, irgendwo steht doch hier auch die. Stand hier nicht auch, wie heiß das Ding wurde? Oder wird mir das nur hier angezeigt? PC-Überwachung? Ja, Lüfter läuft auf nix. Temperatur. Aber noch geht's.
Warum? Ah, na. Noch geht's, noch geht's. Na gut. Ich behalte mal die Temperatur so ein bisschen im Auge. Ich frag mich aber... Ja, wir schauen mal, wir schauen mal. Was ist denn so kritisch für eine CPU? 100 Grad? Gucken wir mal. Ja, aber es wird schon wärmer, es wird schon wärmer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt die 50 Grad gerissen. Ab und zu geht er nochmal ein bisschen runter, unter die 50, aber... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ansonsten... wird er halt drosseln, wenn es sein muss. Boah, das macht sich natürlich dann auch mit der... aber es steigt langsam, es steigt langsam. Gucken wir mal, wie weit ich hier komme. Ja, nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los nach oben hier. Gleich haben wir die 60 Grad erreicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich muss ich das wirklich mal für die Retour fertig machen und zurückschicken. Also so geht das natürlich überhaupt nicht, ne? Wenn du halt das Ding auch unter Last hast, ja. Ein bisschen wenigstens unter Last. Ist halt nicht schön. Ist halt nicht schön. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist. Aber es, was soll man machen? Also, ich versuche halt trotzdem so flott wie möglich. Wie viel haben wir denn noch vor uns? 1000 Kilometer. Aber ich hätte eine kürzere Route nehmen sollen. Einen kürzeren Auftrag. Im Zweifel natürlich einfach mal kurz locker flockig. PC neu starten. Und dann geht's weiter. Ne? Als wäre nichts passiert. Als wäre überhaupt nichts passiert. Ne? das ist... gestern lief es noch einwandfrei. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen am PC rödeln. Ne? Eventuell hilft das. Ja, aber jetzt müssen wir ein bisschen gefährlicher fahren. Eiswürfel vielleicht drauflegen. Kühlt das auch ganz gut runter. Ach, es kotzt mich an. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel diese All-in-One-Lösung gekostet hat, aber das war jetzt auch nicht ohne, ne? Also, da dachte ich mir, Mensch, dann lasse ich mich nicht lumpen, ja? Holt man sich ein nettes Markengerät, in der Hoffnung, da wird man dann nicht enttäuscht. Und was ist? Nach einem halben Jahr wirst du enttäuscht. Ja. Da hätte ich mal lieber noch das Billigding nehmen sollen, was ich davor hatte. Das lief immerhin einwandfrei, solide, möchte man schon sagen. Ja, ja. Also schon so bei 55 Grad angekommen. Das Wasser wird wahrscheinlich auch langsam anfangen da zu brodeln, zu kochen. 57. Gut. Müssen wir uns mal langsam hier Gedanken drum machen, ne? Kurz mal hier irgendwann, wenn ich so stabil die 60 erreicht habe, dann werde ich mir mal Gedanken drum machen. Tja, Hilfe ist natürlich sehr gerne willkommen, ne? Also, wenn jemand noch andere Tipps hat, außer vielleicht schütteln und rütteln, vielleicht hilft das, ne? Aber ich nehme auch gerne andere Vorschläge. Ja, wie bei so einer Heizung. Ich habe halt die Kontakte nochmal... die Kontakte selber habe ich halt nicht überprüft, aber... Ja, was soll denn da passiert sein, frage ich mich dann. Ne, aber ich habe halt jedenfalls nochmal alles rausgezogen und nochmal rangestöpselt, weil... Ich dachte mir, naja gut, vielleicht war halt irgendwas irgendwie nicht so ganz verbunden. Ne? Dann steckst du halt nochmal das Ding rein, aber... Das hat ja nicht geholfen, ne? Das hat ja nicht geholfen. Und es, wenn das Ding jetzt halt einmal nicht verbunden ist, ne? Der erkennt es ja auch nicht wieder.
Ich habe auch da einen Tipp gelesen, dass man da irgendwo in den Energieeinstellungen von Windows mal gucken soll, dass da ist irgendwie dann, dass da die Geräte nicht nicht irgendwie automatisch dann abgestoßen werden. Ne? Das habe ich ausgemacht. Dass halt das, was dran ist, soll auch dranbleiben. Aber das hat nicht geholfen. Das auf den Kopf stellen, ich weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Ja, keine Ahnung. Also es hat auch nur kurz, also sagen wir es mal so, es hat nicht wirklich was gebracht. Nach ein paar Minuten hat er sich dann auch da schon wieder gemeldet und gesagt, nee, du, das geht nicht. Und hat das dann nicht erkannt, aber dann habe ich ja den nochmal dann richtig rumgedreht und danach lief er halt stabiler. Ja, aber trotzdem meckert er rum, weil das halt auch einfach ohne Fehlermeldung kommt. Ne? Also das ist etwas, was mich auch aufregt hier. Genauso wie wahrscheinlich meine Fahrkünste, die ich hier so an den Tag lege. Das ist bestimmt auch etwas, was so die eine oder andere Person aufregt. Aber, Eieieiei. Ah, falsche Richtung. Aber das soll man machen, ne? Man ist ja jetzt hier auch so ein bisschen, gehandicapt, ne? Ist das eine Ausrede, oder ist, geht das? Ja. Ich hoffe. Ja, aber es hat halt scheinbar nicht so ganz geholfen, das Ding einfach voll powern. Bei 100%. Ja, Temperatur haben wir jetzt die 55, noch immer stabil. Finde ich auch interessant. Der hält das da ganz gut. Ja, okay. Ja, wenn er da bleibt, dann ist gut. Aber. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jo, machen wir. Aber trotzdem natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, suboptimal, ne? Bisschen suboptimal. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Okay, ein anderer Tipp war halt eben, diese 100% Leistung einfach über einen Tag lang laufen zu lassen. Einen Tag lang habe ich das Ding jetzt nicht laufen lassen, aber ich hätte wenigstens gedacht, ja gut, vielleicht reicht es ja, wenn ich das einfach halt standardmäßig so mache. Es regt mich auf. Biege nach links ab. Ja, so wie damals, als auf einmal auch wieder. Über Nacht kam es. Dass der Rechner nicht mehr anging. Aber ich dachte mir, was ist denn da los? Ne? Und nach Ewigkeiten habe ich dann einfach mal, nachdem ich halt den neuen so zusammengebaut habe, dachte ich mir, ach Mensch, ich habe ja noch hier die alten Teile. Damals habe ich ja nur die CPU und das Mainboard ausgetauscht. Aber nachdem ich dann auch das Gehäuse mal ausgetauscht habe und so weiter, dachte ich mir, ach, ich habe ja auch sowieso noch das alte Mainboard mit allem und auch das aktuelle alte Netzteil dann in dem Fall. Und dann dachte ich mir so, na komm, spaßeshalber, stöpselst du das einfach mal so an, ohne irgendwas. Einfach mal anstöpseln und auf einmal das Ding ging an und das Ding läuft. Läuft noch immer. Ich hätte also nie irgendwas Neues gebraucht. Ah, hat mich auch aufgeregt. Unfassbar. Ja. Ja gut, okay, aber dann wäre halt diese PC-Konfiguration jetzt schon 7 Jahre alt. Schon ein stattliches Alter. Für so ein Gaming-PC. Ne? Damals 2017 habe ich mich so gefreut. Das ist schon Ewigkeiten her. Ewigkeiten. Da habe ich aber auch ein halbes Vermögen ausgegeben, damals für die Grafikkarte. Ich sag's immer wieder. So, da wurde ja alles wild aufgekauft. Alle im Mining-Hype. Und ich Trottel dachte mir zu dem Zeitpunkt, ich kaufe mir neue Teile für den Rechner. Ah. Dümmste Entscheidung. Aber eine der letzten Grafikkarten nochmal aus dem Markt geholt. Ja, aber der Preis war natürlich enorm, fand ich. Ich glaube 500 irgendwas bezahlt für eine 1070. Ti? Nee, ich glaube nicht mehr. Gab's die überhaupt so? Weiß ich mal nicht.
Keine Ahnung. Ja, aber trotzdem, nee, zufrieden war ich ja, aber das hat halt das Budget nochmal so ein bisschen gesprengt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich damals wirklich dafür gezahlt habe, aber ich glaube schon so 500 irgendwas waren das. Ja, ja, nicht ohne, nicht ohne, nicht ohne. So. Ja, wozu brauchst du überhaupt eine Kühlung, ne? Läuft doch hier alles stabil. Ah, regt mich das auf. Ja, aber immerhin, ne? RGB ist an. Ist unfassbar. Ist unfassbar. So, was sagt denn eigentlich hier noch die 780? Boah. Ja, das kann ich so nicht vertreten, ne? Das kann ich so nicht vertreten. Schaut mal, da vorne ist eine Möglichkeit zum Rasten, ne? Da machen wir das einfach so. Dann fahren wir dahin. Fahren hier mal ganz kurz rein. Der Rastplatz, er ruft. Oh, Junge, Junge, Junge. Der Rastplatz ist nicht für meine Wendefähigkeiten konzipiert. Aber wir kriegen das hin. Dann werden wir hier eine kurze Rast einlegen. Und ich werde in der Zwischenzeit einfach den PC neu starten. Ja, damit hier wenigstens noch mal ein bisschen Wasser durchläuft. Ja, ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Ein Schluck Wasser. So. Wo wollen wir denn hin? Sag mal, wie viel habe ich denn überhaupt noch? Steht das hier? Restzeit 31 Stunden. Jawohl, es ist 12 Uhr. Wenn ich jetzt natürlich schlafen gehe, dann fahren wir in die Nacht rein. Kann man natürlich auch machen, wenn man will. Aber ich glaube, ich fahre lieber noch ein bisschen durch und schlafe dann die Nacht durch. Virtuell. So. Aber in dem Sinne, erstmal hier eine wunderschöne Rastpause und ich werde den PC neu starten. Ich sag gerade in dem Moment, ne, der Neustart ist geglückt. Und was ist in dem Moment, hat sich schon wieder die Kühlung verabschiedet. Ich glaub es nicht. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ey, es ist ein Witz. Es ist ein Riesenwitz. Boah. Ja, das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut, ich lasse mich davon nicht abhalten. Ja? Ich werde jetzt hier einfach weiterfahren. Wir machen den Mist hier zu Ende, wenn es sein muss. Aber trotzdem, also das ist etwas, was mich schon... wohin geht's denn hier eigentlich wieder? Geht's nur hier zurück, oder was? Das scheint ja so. Alles klar. Was? Echt? Okay. Gut, dann fahren wir wieder so zurück. Ja, das ist natürlich wirklich schade. Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Ich muss scheinbar wieder rütteln und drödeln. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ob das was bringt, ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Nee, das ist ein bisschen traurig. Ja. Aber gut, kann man nicht ändern. Naja. Ich werde jetzt trotzdem erstmal das Ding hier zu Ende fahren und... wo ich denke mal 760, weil wir hier ein bisschen flott unterwegs sind. Vielleicht wird das was. Ja, aber das ist schon echt gerade hier wieder traurig, ne? Gerade wieder... Ich habe auch nicht mal einen Plan, ob es an irgendeiner anderen Software liegt, die halt irgendwie im Hintergrund läuft und dafür verantwortlich ist. Aber selbst wenn das halt so wäre, was soll denn da sein? Es hat sich ja nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Ja, das ist etwas, was mir zu schaffen macht. Hätte ich jetzt gewusst... Ah ja, klar. Irgendwie ein bisschen leise, oder? Ich hör nix. Na gut. Hätte ich jetzt gewusst... Ah ja, klar, ich habe noch am selben Tag irgendwas gemacht. Ja? Irgendwas umgestellt. Und dann ist es halt deswegen gekommen. So, okay, dann kann man das halt wieder zurück... Hoffentlich. Zurückstellen. Aber wenn du halt gar nichts gemacht hast und das Ding hat einfach so damit angefangen, ja, das ist ein bisschen blöder. Tja, Hardware-Probleme ohne Ende. Ich bin davon geplagt. Ey, sehe dich seit Tinky 2015 wieder.
Ja, ist doch schön. Willkommen. Was geht? Ja, was machen Sachen? Ich habe Probleme mit meiner Wasserkühlung, aber ansonsten ist alles gut. Danke der Nachfrage. Tja. Ich werde nochmal rödeln und rütteln. Vielleicht hilft das ja. Einfach, dass du halt auch da keine Meldungen bekommst. Ja, gut, und im Zweifel, wenn es nach einer Woche noch immer so ist, dann geht das Ding einfach zurück. Tja. Schade, aber was will man machen, ne? Was will man machen? Manche Sachen sind halt... Kriegst halt einfach kaputte Geräte. Ja, das mit der Tastatur ist ja auch etwas, was mich tierisch aufgeregt hat, ne? Und das ist ja auch ein Problem, was nicht nur ich habe. Ja, das haben ja auch scheinbar einen Haufen anderer Leute. Dass da diese Tasten, die da doppelt und dreifach auslösen, oh. Das ist ja auch zum Kotzen, ne? Das ist zum Kotzen. Du kannst ja damit nicht mal richtig normal tippen, ne? Also, wenn da die Geräte nicht funktionieren, die kosten ja teilweise wirklich nicht gerade wenig. Das ist ja nicht so, als würde man sich da eine 20-Euro-Tastatur holen und eine, keine Ahnung, 35-Euro All-in-One-Wasserkühlung, ja? Dann würde ich ja sagen, ja gut, ne? Mehr erwarte ich nicht. Aber wenn du halt trotzdem halt über 100 für die Tastatur ausgibst, 300 für die Wasserkühlung, da kann man schon so ein bisschen erwarten. Habe am Donnerstag wieder begonnen, Tenki Online zu spielen und habe dich gesucht, ob du auch noch spielst. Bin circa 3 Ränge vor Marschall und habe dieses Wochenende 75 Euro in Tenki Online reingepumpt. Investiert steht hier. Ja, willkommen zurück. Was hältst du vom Spiel? Nach all der Zeit. Hat sich vieles getan, ne? Ja, ansonsten, ich meine, ich habe halt damals so, zu meiner Jugendzeit, habe ich damals, ja, für mich jetzt, sag ich mal, den Fehler gemacht halt, was so Headsets anging oder Mäuse, ne, da dachte ich mir, ach komm hier, 20 Euro Headset oder 35, ne, sagen wir 30 Euro, moin, und dann ist gut. Ja, was die Headsets anging, ey, das war wirklich, uff, das war, da habe ich fürs Leben gelernt. Seitdem ist halt so, nee. Bloß auf, du, Mäuse genau das gleiche, die hatten Kabelbrüche häufiger als sonst was. Ja, Tastatur hatte ich nicht unbedingt das Problem, ne? Erst jetzt hier mit meiner neuesten. Das kotzt mich an. Manchmal gibt es so Tage, da läuft das einwandfrei, und manchmal gibt es so Tage, da kannst du das Ding gegen die Wand werfen. Ja, aber das jetzt, das ist schon eine andere Hausnummer. Ja, wir sind hier wieder bei stabilen 55 Grad angekommen. Aber gut. Ja, ein bisschen Strecke ist noch vor uns. Oh. Das Ding schmeiße ich hier nicht um. Nee. Ja. Nervig. So, aber gut. Ach nee, komm, lass mal dann die nächste vielleicht aufsuchen. Machen wir die nächste. So. Ja, ich bin gespannt. Wenn das Ding... Ah, verdammt. Wenn das Ding zurück muss, naja, gut, dann ist halt erstmal der PC so lange aus. Ne? Dann ist das halt so. Da gibt's kein Content mehr. Könnt ihr euch beschweren. So. Ich habe dich sehr gerne angeschaut, aber Tenki Online gefällt mir nicht mehr so. Die Community fehlt. Ja, es ist ein großer Punkt. Das ist ein großer Punkt. Sehr, sehr klein geworden. Gut, man kann jetzt nicht halt natürlich erwarten, dass die, sag ich mal, die Leute von damals alle noch spielen, ne? Aber die ist trotzdem halt sehr klein geworden. Das ist halt, ja. Hab da jetzt die letzten Tage nicht reingeschaut, was da so ist. Naja, im Allgemeinen
die Community, das ist ein großes, großes Problem. Also vor allem halt die deutschsprachige, die ist ja gefühlt nicht mehr existent. Machen wir uns nichts vor. Ui, Aufliegerschaden 2%. Machen wir uns nichts vor. Die gibt's nicht mehr. Ach so, deswegen. Jetzt ist lauter. Jetzt höre ich auch mal was. Ja, jetzt höre ich so einiges. Jetzt höre ich so einiges. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Ich glaube, ich muss meinen Truck reparieren gehen. Nee, ich hab nur Wasser. Ich hab nur Wasser. So. Achtung. Schwertransport. Ja, zu Valorant kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich hab's eine Zeit lang gespielt. Es war anfangs interessant. Ja. Aber okay, so auf Dauer hat's mich jetzt nicht so fasziniert. So, okay, dann müssen wir jetzt mal hier wieder in die Wartung rein. Ey, alles, was ich hier verdiene, ja, geht direkt wieder weg. Direkt wieder weg hier. So, und weiter geht's. Aber Gott sei Dank, ne, immerhin die Stadt erreicht. Da will man hier schon flitzen und dann wird man bestraft. Na, wie soll's anders sein? So. Biege nach links ab. Hui. So. Jetzt haben wir's. Demnächst links abbiegen. Gut. Gut. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Valorant angefangen zur Beta, als es im Hype war. Ich finde, da hat sich die Community sehr gut gehalten. Ja, dann. Schön. Schön für die Community. Wenn sich doch mal nur die Community in den Spielen halten würde, die ich spiele. Biege nach links ab. Ah, das wäre doch schon mal ein Vorteil. Was lieferst du? Ja, sehr gute Frage. Ey. 15% Schaden, ne? Eieiei. Da wird aber Chef ja nicht begeistert sein. Immer geradeaus. Ja, euch allen einen schönen Abend. Ja, was ich liefer. Das sind hier wieder medizinische Sachen, ne? Deswegen unwichtig. Unwichtig, wie die Ware ankommt. Sag ich immer wieder. Hauptsache LKW kommt an. Ware nicht wichtig. Ach ja. Was haben wir denn eigentlich hier noch? 530, das ist gut. Ja, die Temperatur hält sich wacker bei 50, 55 plus minus. Ein bisschen. Ach, das dreh ich mir auf, du. Das dreh ich mir auf. Mann. Und ich habe halt auch schon geschaut, so, ja, liegt es vielleicht irgendwie, dass er unter Volllast Probleme hat, aber das Ding läuft ja nicht mal unter Volllast, ne? Da kommt ja auch noch hinzu. Also irgendwann verabschiedet sich das, ja, mal schneller, mal langsamer, aber irgendwann sagt es dann hier Tabi Tabi, Winke Winke und dann ist vorbei. So. Aber gut, den Rest, den kriegen wir noch hin. Worum es denn geht. Also nochmal. Die Wasserkühlung, die im PC verbaut ist, von heute auf morgen sagt sie sich, ich arbeite nicht mehr zuverlässig. Das äußert sich insofern, dass ich in Windows die Meldung bekomme, ja, so wie halt sich ein USB-Gerät verabschiedet. Düdüm. Nicht mehr verbunden, düdüm. Und dann ist düdüm.
ja, dann wird die Wasserkühlung noch nicht mehr erkannt. Ich habe schon die Stecker da rausgenommen, wieder reingemacht. Also halt, was das Mainboard angeht. Weil ich mir dachte, na gut, vielleicht ist da halt ein Stecker nicht richtig drin gewesen. Daran liegt es aber auch nicht. Und das ist schon ein bisschen nervig. Die Lichter selber sind an, also RGB funktioniert, aber da dreht sich halt nichts mehr. Das Gerät selber wird nicht mehr erkannt. Und online für das Modell habe ich 2 oder 3 Beiträge gefunden, die halt das Gleiche beschreiben. Also du kriegst halt diesen USB-Sound, ne, du-dumm, Gerät abgestöpselt. Und dann war's das. Immer geradeaus. Aber RGB ist halt an. Ist sie nur an USB angeschlossen? Normalerweise ist ja Strom extra für die Pumpe. Naja, die ist halt so angepumpt. die ist halt so angeschlossen, wie du halt einen Lüfter anschließen würdest. Aber da ist halt nochmal ein extra Ding für USB. Aber da verabschiedet sie sich halt. Aber ansonsten ist die halt angeschlossen, wie du halt einen Lüfter anschließen würdest. Es ist halt nicht nur so per USB angeschlossen. Immer geradeaus. So, flitzen da durch. Ja, riecht mir aber tierisch auf. Vor allem, dass du halt nicht mal irgendwie eine Fehlermeldung an sich bekommst, warum jetzt das Ding ausgeht. Wenn es halt einen Grund hat. So, dann kann man ja wenigstens halt schauen, ne? Aber es wird ja nichts gemeldet. Weshalb das Ding sich verabschiedet. Aber würde USB nicht einfach nur die Beleuchtung beeinflussen? Pumpe sollte ja weniger interessieren. Ja. Aber die Lüfter, also ich glaube nicht, dass dann noch gepumpt wird. Vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt mein Ohr nicht rangehalten. Aber die Lüfter selber drehen sich nicht mehr. Die sind an, ja, leuchten weiß. Aber die drehen sich halt nicht mehr. Und in der wundervollen Software, ja, die du halt installieren kannst zu dem tollen Lüfter, zu der tollen Kühlung, zu dem tollen Gehäuse, zu dem tollen alles, um das alles schön zu steuern. Ja, da wird es halt auch nicht mehr erkannt. Ja, wenn ich da auf Kühlung klicke, auf den Reiter da, ja, sehe ich den da nicht mehr. Steht da halt nur ein bisschen Werbung, ja, dass du dir ja auch eine Kühlung da kaufen kannst. Und that's it. Aber das Gerät selber wird halt nicht mehr erkannt. Und es reicht halt einfach nur, den Rechner neu zu starten. So, danach wird es, also halt, Quatsch, nicht Neustart selber, also Neustart drücken hat nicht geholfen, wirklich ausschalten, wieder anmachen. Eieieiei. Na gut, wäre halt auch noch eine Option, statt halt an den Hub, das direkt anzuschließen. Vielleicht ist ja der... Oh. Ja, schade. Aber gut, immerhin nur Aufliegerschaden. Wird sich Kunde freuen. Ja gut, das mit dem Hub, da sind halt 2. Also halt einer für die Lüfter, die halt, was die Wasserkühlung angeht, ne? Und ein Hub für das Gehäuse, weil da sind auch nochmal 3 Lüfter verbaut gewesen. Also die Lüfter am, die halt am Gehäuse sind. Ist gut, alle Lüfter sind ja irgendwie am Gehäuse. Aber die Lüfter, die halt schon mit dem Gehäuse kamen. Die 3 vorne. Die laufen. Wirklich nur was die Kühlung angeht. Das ist halt. Machen wir so nicht.
Klingt eher, als würde der Hub sich verabschieden, wenn die Pumpe ihr Ding weitermacht. Ja, die Sache ist halt, ich weiß ja nicht, ob die Pumpe ihr Ding weitermacht. Müsste ich halt mein Ohr ranhalten und mal schauen, so, ah, okay. Da fließt noch irgendwas. Nur die Lüfter drehen sich nicht mehr. Das kann natürlich sein, aber... Also ich mach mal so, die Temperatur, die steigt jetzt nicht sprungartig auf einmal, was die CPU angeht, auf 100 Grad oder so. Es wird langsam wärmer. Es wird langsam wärmer, aber... kann ja auch halt daran liegen, dass ja die Lüfter nicht mehr laufen. Aber es wird halt langsam, Schritt für Schritt wärmer. Also ich habe halt angefangen mit, naja, knapp so bei 50 Grad. Jetzt gehen wir schon so Richtung 60. So 58, 59, 60, pendelt so plus minus ein paar Prozent hier, paar Grad. Es riecht mir auf. So. Also vielleicht... Gut, die Pumpe habe ich jetzt aber auch auf volle Leistung gestellt. Ne? Also, welche sagt die 100%? Ob es der Hub ist? Also ich habe... Na gut, ich... Tja, keine Ahnung. Woran hat sie Lesion? Soll ich mir jetzt einen neuen Hub kaufen dafür? Was kostet denn sowas? Oder direkt gleich eine neue Wasserkühlung. Also ich kann die auch noch immer zurückschicken, ne? 2 Jahre Gewährleistung gibt's ja da drauf. Und das Ding ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Daher. Ansonsten, ich kann es natürlich halt mit einem anderen Hub probieren. Aber ich dachte mir ey, wirklich, also das Ding war halt nicht gerade günstig. Und dann, nach einem halben Jahr, verabschiedet sich das Teil so. Geradeaus. Boah, ich weiß nicht, ob das halt nur reicht, oder ob die halt das ganze Paket haben wollen. Ach, guck mal, wenn jetzt halt so ein Hub nicht teuer ist, kann man ja auch testweise sich halt einen anderen organisieren und den mal ranstöpseln und schauen, ob das dann läuft oder nicht. Schreibe ich mir aber in meinen Gedanken mal auf. Vielleicht hilft das ja. Ja genau, aber ansonsten, was die Temperatur angeht, gerade waren 57. Also es geht langsam geschmeidig nach oben. Ich habe halt auch ausprobiert mal den... das war halt eben auch so... eine mögliche Lösungsquelle. Den PC denn ich bin nicht der Erste mit diesem Problem. Mit genau diesem Problem. Dieses Düdüm. Und das Ding bleibt an, aber es dreht sich nicht. Bin ich nicht der Erste. Und bei einem hat es scheinbar geholfen. Jedenfalls hat er sich nie wieder dazu gemeldet. Hui! Hat es geholfen, den PC umzudrehen, also wirklich einmal auf den Kopf anzumachen und dann nochmal umdrehen. Weil dann die Luft da rausgeht. Ja. Aber wenn ich mir, also, aber kann man nicht einfach dann halt eine Fehlermeldung anzeigen? Hey, hallo, hier ist Luft oder so? Schüttel und rüttel mal, damit die Luft rausgeht? Statt einfach zu sagen, düdüm, weg damit. Ja, eins der Hub ist, na gut. Also wenn das Ding jetzt 10 Euro kostet oder so, kann ich das noch verkraften. Der Radiator ist bei mir oben verbaut. Ich weiß ja nicht, wie die Person das gemacht hat, die sich da dazu gemeldet hat. Genau, und an sich halt die... Ja, genau, die Pumpe ist halt nicht der höchste Punkt. Und die Schläuche verlaufen halt auch von unten dann nach oben zum Radiator.
Ja, und ansonsten der andere Tipp war halt, wenn es um Luft geht, falls das halt das Problem ist, dann halt ein bisschen neigen und ne, das halt und dann halt auf volle Leistung stellen und halt hoffen, dass da die Luft dann so rausgeht. Ja, aber trotzdem. Es regt mich auf. Es regt mich auf. Ich kann es nicht anders sagen. Kaufe ich nie wieder. Kaufe ich nie wieder hier. Da denkt man, man kauft sich ein tolles Produkt, weil die ganzen Influencer Werbung machen. Und dann wirst du halt so hintergangen. Nee. Ist okay, vielleicht habe ich halt einfach mal eine schlechte Einheit erwischt. Dann ist das halt so. Ich kümmere mich darum. Im Zweifel, wie gesagt, einfach zurückschicken. Ja. Das Gehäuse selber finde ich super. Also, das fand ich gut. Und an sich ist ja alles schön und gut, aber... Wenn da nicht diese kleinen Macken wären. So. Tja. Was soll man sagen? Also ja, vielleicht das mit dem Hub, das ist eine Sache, die ich mal kostengünstig ausprobieren kann. Wenn das nicht die erwartete Heilung für das System bringt, dann schicke ich das Teil einfach zurück. Und sagt, gib mir neu. Nix reparieren, neu. Will neue Einheit. Und hoffen, dass es dann läuft. Ja. Wo habe ich denn eigentlich überhaupt bestellt? Ja, das muss ich nochmal raussuchen. Das muss ich nochmal raussuchen, wo ich bestellt habe. Ja, so. Ja, aber ansonsten, die Temperatur ist stabil. Es steigt nur sehr, sehr langsam. Also mein nächster wird komplett RGB-los. Unfassbar. Weißt du, wie viel Leistung du damit opferst? Ohne RGB? Ist dir das eigentlich bewusst? Kannst du dir ja gleich einen Bürorechner holen. Meine Güte. Hatte jetzt 7 bis 8 Jahre komplett RGB und alles leuchtet in sowieso. Aber finde es mittlerweile zu ablenkend. Ja, das Ding steht hier unterm Tisch. Links halten. Das ist halt, das ist eine zweite Beleuchtungsquelle. Das hat Nutzen. Ja, ich gehe da sehr, sehr praktisch an die Sache. Ja, aber ich hab's auch auf weiß gestellt. Also außer den RAM, den ja, den müsste ich halt über eine extra Software, die halt auch nur so, naja, muss halt auch immer starten und habe ich keinen Bock drauf. Dann könnte ich das auch in weiß einstellen. Aber ansonsten die Lüfter, die laufen auch nur einfach stinknormal weiß. Bitte links halten. Eieieiei. Die RG-Bibel sagt ja auch, RGB-LEDs gibt plus 10 FPS. Ja. Je mehr RGB, auch desto mehr Kills. Ne? Darfst du nicht vergessen. Ja, aber ich dachte mir, also, ach komm, ich probiere mal einfach so ein langweiliges Weiß aus. Und ich muss sagen, oh, das hat was. Schick, schick. Zahlt es zwar natürlich für alle Farben, aber weiß reicht. Weiß reicht. Ja. Ja. Ja, mein Fernseher habe ich halt auch mit RGB ausgestattet. Einfach so ein RGB Lightstrip da hinten rangeklebt.
Da ich mir auch so, jawohl. Wenn ich das Ding mal... In der letzten Zeit habe ich es doch öfter benutzt, den Fernseher. Um so... Ja, in der guten alten Kindheit zu versinken, aber... Bitte links halten. Ja. Ist nett, ist nett. 56 Grad. So, Kollege. Ich will dir ja hier nicht reinfahren. Naja, vielleicht doch schon. Wer weiß das? Wer weiß das so genau? So. Bitte links halten. Ja. Aber danke für den Tipp. Das mit dem Hub kann man mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja etwas, was funktionieren könnte. Schauen wir mal. Ja, solange halt alles andere läuft, auch erstmal okay. Aber das... Ich dachte halt zuerst, naja, vielleicht halt irgendwie unterschwellig einfach ein Update installiert und daran liegt's. Aber ich habe jetzt auch nicht mal die Möglichkeit gefunden, das da irgendwie zurückzusetzen. Es wird halt alles schön automatisiert im Hintergrund gemacht für die ganzen Dummies, die sich halt dann nicht darum kümmern müssen. Ja, wunderbar. Aber wenn du das dann mal vielleicht ausprobieren willst, eventuell liegt es ja daran. Ja, keine Chance. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Tja. Verdammte Automatisierung. Naja, Gott sei Dank ist es halt immer nicht so schlimm. Dieser Kontozwang, der teilweise auch vorherrscht bei, weißt du, Sachen auch wie einem Drucker. Wozu brauche ich denn? Neue Route finden. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jo. Da habe ich jetzt aber ein bisschen viel gequatscht, ne? Das wollte ich nicht. Wie können wir denn hier zurück? Wohin müsste ich denn? Also ja, ich sehe, wohin ich muss, aber wie müsste ich denn? Einfach geradeaus fahren? Wieso bin ich denn abgebogen? Was hätte ich machen müssen? Der Kreis ist schon der Heli, ne? Der weiß auch nicht, was hier abgeht. Okay. Wo bin ich denn gefahren? Guck mal. Ich müsste doch einfach nur geradeaus, ne? Also ich müsste hier runterfahren. Route neu berechnen. Muss nichts neu berechnen. Wir kriegen das alles hin. Rechts halten. Jo. Dann Ausfahrt rechts. Ja, jetzt haben wir's. Perfekt. Perfekt. In die Ausfahrt rechts. Jo. Jetzt haben wir's. Sehr, sehr schön. Ja. Ich wusste doch, ich krieg das hin. Ja, man sollte halt immer ein bisschen mehr Vertrauen haben. So, machen wir erstmal ein Foto. Beweisfoto, ich bin fast da. Aber in dem Fotomodus, oh, das Ding sieht aus, als würde es gleich umfallen. So. Machen wir hier vielleicht so. Das wollte ich doch gar nicht. Oder so. So ist doch auch mal schön. Dann sehen wir das Ding mal so hier. Gut. 63. Es wird hier wärmer. Ich merke das auch schon. Der Ventilator läuft auch schon. Gut. Das schaffen wir doch noch hier. Haben wir gut hinbekommen. Ich bin stolz auf uns alle. Biege nach rechts ab.
So, und tschüss. Ich muss ja rein. So. Ja, ihr auch, ne? Gut. Müssen wir alle rein. Sehr, sehr schön. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Was steht hier? Prag. Nee, was? Partikimos Systemos Absaugotikite. Naja, was auch immer. Wir werden schon wissen, was sie hier tun. Das sind Profis. Gut. Ja, war doch eine schöne Fahrt, ne? Ich würde sagen, fast keine Probleme gehabt. So gut wie keine Probleme gehabt. Wir sind heile angekommen. Und ich kann wenigstens einen Clickbait-Titel nehmen. Wenn die Kühlung ausfällt. Gut. Dann flutschen wir mal hier schön im Rückwärtsgang rein. Das wird, denke ich mal, direkt beim ersten Anlauf was. Also ich frage mich halt auch, was ich jetzt denn noch so zu erwarten habe. Von dem Geld, was ich hier sehe. Ne? Nach diesem ganzen Schaden, den ich da verursacht habe, sehe ich da noch irgendwas? Wird das hier wieder ein Nullsummenspiel? Fragen über Fragen. Ey, sag mir nicht, das wird im ersten Anlauf was. Naja. Oh, ho, 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 das reicht mir. Ups, was war denn das jetzt hier? Das reicht mir. So, abgesattelt. Sehr, sehr schöne. Tolerabel, ne? Immerhin. Ne? Kein Totalausfall. Ja, 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 45.000 nehme ich. Puh, wild, wild, wild. Ja, aber das war doch mal eine schöne. Nee, das ist gelogen. Ich würde sagen, das war keine schöne Fahrt. Also geht, ne? Aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. War okay. War okay.